Hast du vielleicht Antibiotika genommen und leidest jetzt unter Pickeln und kriegst sie einfach nicht in den Griff? Das ist ein häufiges Phänomen und ich kann dir zeigen, wie du deine Pickel wieder in den Griff bekommst. Denn das sind oftmals keine normalen Pickel. Wenn man Antibiotika einnimmt, dann geht es oftmals auch auf den Darm und tötet da sowohl die schlechten als auch guten Bakterien ab. Doch gerade die guten Bakterien sind ja so wichtig für einen gesunden Darm. Deswegen ist nach einer Antibiotika-Einnahme oftmals der Darm im Ungleichgewicht. Und dadurch können sich nach der Antibiotika-Einnahme dort Pilze und schlechte Bakterien wieder leichter vermehren. Und das passiert eben auch auf der Haut. Ich weiß es aber nicht genau, ob es jetzt die Folge ist vom Darmungleichgewicht oder ob einfach beides gleichzeitig passiert. Sowohl das Hautmilieu nimmt einen Schaden an, als auch der Darm. Oder durch den Darm wirkt das eben auf die Haut sich aus. Diesen Zusammenhang weiß ich eben nicht genau, weil man sagt auch allgemein, wenn man zu dem einen neigt, neigt man auch zu den anderen. Oder es ist eine Folgewirkung. Aber was das eben bedeutet, ist, dass auf der Haut sich eben auch Pilze leichter vermehren können, die wir sowieso auch rumtragen. Dadurch entsteht dann eben Fungalakne. Das sind keine gewöhnlichen Pickeln, die man nach einer Antibiotikatherapie normalerweise bekommt, sondern das ist Fungalakne und diese kann man eben mit den entsprechenden Maßnahmen behandeln, die ich eben alle zusammengefasst habe, aber jetzt nicht alle erwähnen werde. Ich werde es eben unten hier verlinken. Manchmal kann man die Pickel wirklich in einer Woche schon damit losbekommen. Wenn man aber irgendwie eine geschwächtere Hautbarriere hat, dann kann das auch mal vielleicht auch 3 Wochen dauern, bis man die richtige Balance gefunden hat. Daher ist es wirklich zu empfehlen, nicht oft in seinem Leben Antibiotika zu nehmen, nur wenn es nötig ist. Aber oftmals tun eben die Ärzte zu früh Antibiotika verschreiben und dadurch ja, hat man halt eben ein geschwächtes Immunsystem und wird auch schneller dann krank, weil wenn man eben ein Ungleichgewicht im Darm hat, dann hat man eben auch ein geschwächtes Immunsystem. Das ist eben nicht so gut. Auch sollte man niemals Antibiotika gegen Akne sich verschreiben lassen, weil das ist aber auch völlig der falsche Ansatz und würde noch mehr Akne verursachen am Ende, wenn man es wieder absetzt. Daher ist es immer wichtig, die Haut richtig zu pflegen und richtig zu behandeln. Meine hormonelle Akne konnte ich mit Fruchtsäure-Peelings und Hautpflege wirklich in den Griff bekommen und ich würde ja eigentlich immer noch unter hormoneller Akne leiden, weil ich habe ja eigentlich PCOS und ich konnte damit auch wirklich sehr vielen weiterhelfen mit meinen Hautpflegetipps.